ist das doch auch, wie viel Mal muss ich Tränen in meinem Auge haben? Hey, es ist verdammt die Schande, hört alle zu in meinem Land. Machen meine Geschichte bekannt, Kreis 5 ist mein Name und mein Sand ist da. Fühle mich immer schwächer, bis ich nicht mehr stehen kann. Und wenn ich zurückblicke auf die vergangenen Jahre, wie mir alles klar, los zu nochmal. Für mich hat das Malen definitiv direkt zu tun mit Musik machen. Wenn du ein Bild malst, klar kannst du nicht malen, es will einfach niemand sehen. Und beim Rap auch muss ich dir nicht erzählen, ich bin der Thomas und ich gehe am Dienstag am Migros posten. Es will auch kein Mensch hören. Es geht ja darum, die Leute zu unterhalten oder zum Teil schockieren oder irgendetwas rauszulocken, irgendein Gefühl zu provozieren oder produzieren, wie auch immer. Also für mich ist in der Schweiz das zeitlang so abgedriftet in so. Es sind schön geschriebene Vorträge, aber es, eben wieder, ich will jetzt nicht in das hineingehen, dass ich alle beleidige und das will ich wirklich nicht. Aber ja, es hat schon auch langweilige Sachen gegeben. Ich lasse das mal so dort stehen. Das ist nicht der erste Kriegsreim und sicher nicht der letzte. Ich bin nicht der berühmteste Schweizer Rapper, aber sicher der beste. Bin nicht ohne mit jedem Hochglanzmagazin, aber ich habe genug Kugeln in meinem Chromstahlmagazin. Ich habe mich eigentlich von Anfang an nicht als Rapper gesehen, sondern mehr als Produzent. Und ich wollte eigentlich immer einfach Musik machen, Beats machen. Und das Rap ist einfach wie mir einfach entstanden, blöd gesagt. Mein Bruder war ein DJ, hatte Plattenspieler daheim. Also von dem her bin ich dann in sein Zimmer und habe probieren, mischen und kratzen. Der heimliche Kratzer hat es bis zum Vize-Schweizermeister im Mixen gebracht und hat gleich mal an jeder grossen Hip-Hop-Party aufgelegt. Irgendwie über drei Ecken ist dann quasi eine Veröffentlichung, die wir hier gemacht haben, bis zu einem Produzenten in New York gekommen. Er hat gefunden, es ist zu nervös und ist es auch gewesen. Ich war halt dort sehr beeinflusst gewesen, so von den Sachen, die in England gelaufen sind zu dieser Zeit. So das Britcore-Zeug. Und bin dann auf New York. Bömeri hat genug gehabt und ist auf New York. Er hat 4 Monate in einem Tonstudio gearbeitet und hat sich in den letzten 2 Jahren zu London eine Existenz als gefragter Remixer aufgebaut. Neben seinen Jobs für die grossen Plattenfirmen produziert und komponiert er Songs für Nachwuchstalente aus der Londoner Hip-Hop- und Ragga-Szene. Auf jeden Fall habe ich dann dort einmal in der Nacht so angefangen, mein schweizerdeutsches Album aufzunehmen. Schon wieder der Bollinger. Noch blinder, noch schlimmer, noch geschwinder. Glück binder, schmerzlindern, Verserfinder. Ohne Sinn, aber mit viel Sinn für einen wie einer. Beim EKR, ich kann ich weiß nicht, wie viele Mal interviewt und ich habe in jedem Gespräch das Gefühl gehabt, ich lerne etwas dazu. Und du weißt, wie bei seinem Stück nicht, was der nächste Satz ist und welches Wortspiel und welche Metapher er wieder auspackt. Das kann er wirklich ein anderer. Schon auf dem ersten Album, das dann 1995 rausgekommen ist und wo er schon einiges früher aufgenommen hat, der hat dort schon den Abgleich gemacht mit der Szene in den USA, mit der Szene in London, die er kennt hat und wo er drin gelebt hat. Das war ja erste Zeit voraus. Und manchmal, in guten Momenten, ist es immer noch. Das ist kein einziger Mediengeil. Langstrasse, Untergrund für die Ewigkeit. Wie der Eck, wo ewig rhymt. Wie der Slang von der Gasse, wo da eh nicht peilst. Für mich ist das Competition-Ding, der Wettbewerb im Hip-Hop, schon auch etwas, das nährt, wo Kraft gibt und wo auch als Zuschauer kann spannend sein. Ich glaube, das ist halt auch ein bisschen missverstanden worden, wo man dann wie uns vorgeworfen hat. Wir sind einerseits Dummköpfe oder eben halt nur auf Ärger aus und wieso macht eigentlich die Kultur kaputt, wenn wir da den Wettbewerb so gern haben. Und ja, das ist halt so ein bisschen schweizerisch, oder? Das ist ja nichts Böses sagen und aber ich glaube, das war halt auch ein Missverständnis von dieser Kultur, dass das eben, dass das kann sportlich sein kann. Und egal wie böse es tönt, was ich jetzt gerade sage, ich mache meinen Spruch und dann ist es für mich gegessen. Vergleich mich mit dem Sean Ziegler oder dem Erich van Däniker, nicht einem stupiden rappenden Legastheniker. Ich male Bilder wie die Giger, nicht der Rolf Knie und nehme mich nicht arrogant, nur weil ich stolz bin, ein verhasster Prolet, Strassenpoet. Und dass die Schweiz nichts schnallt, ist nicht mein Problem. Wenn halt Leute dann
sich reinsteigern und es missverstehen und es persönlich nehmen, dann gibt es auch mal eine auf die Schnur, oder? Ja. Eben, solange es nur bei dem bleibt, ist auch nicht weiter mega schlimm. Und wenn du mit mir schwitzt durch den Kreis 5 und 4, ja, kannst du mich verstehen, wenn ich Rhymes rauslasse, sage ich. Hand in die Luft, wo du hebolierst, hey, bring mich zu dem Lied. Ich hab dich offen von dem Scheiß, den ich erzähl, nicht Scheiß, den ich erfinde.